Idee dahinter war, dass wir das Marketingkonzept der Firma Fritz Meyer, das sie jetzt neu aufgesetzt haben zur Bauma im Bereich Printmedien und Imagebroschüre, dass wir das übertragen, so gut es geht, auf unseren Standentwurf, sodass ein hoher Wiedererkennungswert für den Kunden und den Besucher am Stand dann möglich ist. Martin Eichinger, den kreativen Verkaufsförderung schon viele Jahre zusammen und das sehr erfolgreich. Wenn wir Ideen haben und Innovationen und wir ihm die rüberspielen, dann verpackt er die wunderbar nochmal und macht sowas Großartiges wie unseren Stand raus. Bestmögliche für den Kunden aus seinem Stand rauszuholen, damit er auch wirklich sich gut präsentieren kann und einen hohen Zulauf auf seinem Stand hat. Das sagt ja unser Name schon, kreative Verkaufsförderung. Wir fördern den Verkauf. Wir wollen, dass der Kunde mit seinem Stand Aufsehen erregt, dass er mit seinem Stand erfolgreich ist und auch möglichst gute Geschäfte abwickelt.